Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immorob TV. Heute mit dem Dani. Wir sind seit vielen Jahren Freunde. Der Dani hat schon 3 Wohnungen mal gekauft. Da haben wir jetzt mal durchgerechnet und gesagt, weißt du was, wir brauchen noch mal so einen Knaller. Was zahlst du für alle 3 Buden? 130 Euro zahle ich ungefähr. Die Besonderheit ist eigentlich, dass ich bloß für eine Wohnung zahle. Also in 2 Buden wurden neu renoviert. Könnt ihr übrigens hier beim Immorob anfragen. So was machen wir auch. Und da haben wir eine Wohnung gefunden, die quasi nur halb so teuer ist, wie das, was man eigentlich in der Gegend bezahlt. Angeblich gibt es ja keine Schnäppchen mehr. Gibt's doch. Bei der Wohnung gibt es kleine Besonderheiten. Wir fahren jetzt mit euch zusammen das erste Mal da rein. Wenn nur die Hälfte bezahlst, rechnet die sich ja auch mit 3,50 Euro Miete. Oder anders, wir finden eine Lösung, wie man die Bude so geil machen, dass ihr eine normale Miete nehmen kann. Vergesst einfach alles, was ich euch gerade gesagt habe. Es ist alles anders. Es wird absolut geisteskrank. Sowohl von der Rendite als auch von der Idee her. In diesem Sinne schon mal, jeder, der unter 18 ist, das Video nicht gucken und alle anderen unbedingt bis zum Ende, weil dann verrate ich euch, was hier geisteskrank mit dieser Wohnung passieren wird. Viel Spaß beim Video. Wir sind auf jeden Fall da. Es ist sehr speziell. Irgendwie geil, aber irgendwie auch total komisch. Wir haben aber gerade schon mal die ersten Ideen gesammelt. Also vielleicht jetzt mal kurz in der Umgebung. Das war mal ein altes Rittergut sozusagen. Halt gleich hier drüben ist ein Schloss, was man übrigens für 1 Euro kaufen kann, soweit ich weiß. Mit einer sehr hohen Sanierungsauflage, damit das wieder schön ist. Und hier hat früher das Fußvolk gewohnt, in den 3 Häusern sozusagen. Und das war, wie gesagt, als Gewerbe vermietet, weil es, wie ihr gleich sehen werdet, als Wohnraum relativ schwierig ist. Ich glaube, wir haben eine geile Idee, wie man es machen kann. Kommt einfach mal rein hier. Es ist, wie ihr seht, ja sehr, sehr dunkel. Liegt einfach daran, dass die Fenster quasi nie vorhanden sind. Und dazu noch zugebaut. Also hier so ein, ich weiß nicht, wer dieses stylische Regal reingemacht hat und wozu das dienen sollte. Ist eher speziell, kann man rausnehmen, braucht hier kein Mensch. Was ich geil finde wiederum, ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was wir hier schaffen müssen. Vielleicht zur Erklärung, also wir haben alle 3 Häuser gekauft, das sind 14 Wohnungen. Davon sind 13 ganz normal und schick und dieses eine Gewölbe hier, keine Ahnung, ne? Und haben gesagt, irgendwas müssen wir ja draus machen, wir können die Bude ja nicht leer lassen. Und deswegen jetzt die Idee mit dem Dani zusammen, hier was draus zu entwickeln. Das zum Beispiel, das sind so Dinge, die finde ich geil. Das heißt, es gibt ja auch Leute, die stehen auf besondere Wohnungen mit einem speziellen Flair. Vielleicht findet man hier einen, der einen ganzen Tag Computer spielt, der sagt, geil, kein Licht am Bildschirm, ist ja super. Oder jemand, der einfach ein bisschen was Besonderes will. Deswegen hier, der Durchgang feiere ich total. Die Bar wiederum hier, auch wenn die Grundidee schön ist, die macht natürlich alles kaputt hier. Der ganze Raum, der sowieso nicht riesig ist, weil das ist unser Wohnzimmer und Küche quasi. Die Küche ist einfach viel zu groß für eine Single-Wohnung. Das heißt, unsere Idee ist jetzt komplett die Bude hier rauszureißen, hier eine offene Küche hinzumachen, die wunderschönen Fliesen aus 1970, mal runterzuhacken, vielleicht mit einer schönen Holzrückwand an der Küche direkt, dass du quasi hier direkt sozusagen loslegst, hier die Küche rumbaust, schon mit einbaust. Und jetzt kam genau die Idee. Ich glaube, es ist schwer, sich vorzustellen, wie man dieses Gewölbe hier einrichten soll. Wir haben aber eine Idee und sind deswegen gerade eben drauf gekommen, hey, lass die Bude komplett möblieren. Es gibt natürlich eine Zielgruppe an Menschen, die auch sagen, ich will eine möblierte Wohnung haben. Und wenn du es geil machst, könnte ich mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, geil, möbliert. Und nochmal, die Wohnung würde sich ja rechnen mit 3,50 Euro Kaltmiete. Wenn du hier 4, 5 oder 6 Euro nehmen kannst, weil sie schon möbliert ist, geisteskrank. Also dann bringt die Wohnung jeden Monat ordentlich Kohle mit. Und das wäre natürlich schön. Das Ding muss hier auf jeden Fall raus, nimmt hier Platz weg, damit du hier, wo jetzt die Bar ist, eigentlich direkt eine Couch hinstellst. So eine Ausziehcouch zum Beispiel, irgendwas Schickes, eine schöne Farbe, helle Farben, ganz, ganz wichtig natürlich. Wenn ihr Licht in den Raum bringen wollt, könnt ihr jetzt hier keine dunkelgraue oder schwarze Küche reinmachen, sondern natürlich eine weiße oder so Eierschale, hell, beige. Und dazu passend eine geile Couch, so dass du hier sozusagen sitzt, da an die Wand den Fernseher krachst, Couchtisch, kleines Sideboard, alles schon mit rein, damit der potenzielle Mieter sagt, Alter, hier ist alles fertig, hier muss ich gar nicht mehr viel machen. Perfekt. Und genau da bin ich der Meinung, wirst du selbst hier einen Mieter finden, weil das keine perfekte Wohnung ist. Aber auch irgendwie genial. Hier geht's weiter. Ist Trockenbau, könnte man theoretisch rausnehmen, aber wir hatten gerade schon das Thema durch das Fenster. Wenn man den Raum jetzt verbreitern würde, um ein größeres Schlafzimmer zu kriegen, fehlt A hier vorne der Platz und B fehlt noch ein Fenster im Wohnbereich. Und wir haben schon wenig, deswegen können wir das nicht machen. Was wir aber machen können, ist diese völlig sinnlose Wand hier rausnehmen. Viel geht ja natürlich trotzdem hier rein. Also wir sind hier bei einem 1/4er Bett. Mehr wird nie passieren. Das heißt, du kannst hier das Bett reinstellen, hier vielleicht ein kleines Sideboard. Viel mehr wird nie funktionieren. Ist aber auch gar nicht wichtig. Und in diesem Vorraum sozusagen, wo der Tobi gerade noch steht,
dort könnte man dann sagen, okay, hier machst du irgendwie eine ganz simple Möglichkeit, deine Klamotten aufzuhängen. Da hier ein spezielles Mieterklientel reinkommt, hundertprozentig, jemand, der ein bisschen alternativ ist vielleicht auch, da muss es auch kein krasser Kleiderschrank sein, sondern vielleicht reichen ein paar coole Kleiderstangen und irgendwas zum Aufbewahren für Socken und Unterwäsche und diesen ganzen Pfeffer. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Richtung Eingangsbereich, wie gesagt, das würde ich komplett rausnehmen hier. A, wie gesagt, schluckt es doch noch ein bisschen Licht. Hier vorne geht es halbwegs, weil das Licht durch die Tür auch reinkommt. Hier könnte man einen Essbereich machen. Entweder eine coole kleine Sitzecke, einen Tisch mit ein paar Stühlen. Ganz simpel, gar nicht übertreiben. Ich denke, dann hast du hier nochmal einen Bereich, wo du dich aufhalten kannst, wo viel Licht ist und wo du dann hinter in das Wohnzimmer gehst. Und deswegen denke ich, würde das funktionieren. Das Bad wiederum kann man so lassen. Ist jetzt nicht wunderschön, weil die Fliesen jetzt einfach nicht mehr in Mode sind vielleicht. Und es ist eigentlich zu groß, weil schade. Wäre es ein bisschen kleiner, hätte es nie gestört und man könnte den Platz für andere Sachen nutzen. Kann man natürlich nicht ändern. Die Tür würde ich vielleicht mal tauschen. Ist jetzt nie so up to date. Vielleicht eine geile Milchglastür oder sowas. Ja. Könnt ihr mir vorstellen. Das sieht bestimmt fett aus. Komplett auf die Größe, Milchglas. Richtig schick, richtig edel. Könnte man mit Sicherheit schön machen. Das Bad selber, wie gesagt, von der Größe ist eigentlich ziemlich geil. Erstens hast du eine Dusche und eine Badewanne, was schon mal viel wert ist. Dort ist nicht schade. Jawohl. Ja, oder auch nicht. Hast du Wanne und Dusche sozusagen? Ich glaube, die Fliesen sind nicht ganz up to date, aber mit dem Bad hätte ich jetzt hier gar kein Problem, muss ich sagen. Da kann man was draus zaubern. Das sollte nie das Problem sein, daran wird es nie scheitern. Wie gesagt, es ist eher der Außenbereich, weil du musst ja sehen, wenn du hier einziehst, du willst dich ja wohlfühlen in der Hütte. Und du fühlst dich natürlich nie wohl, wenn du hier im letzten dunklen Loch sitzt. Zum Verständnis nochmal, halber Preis, Schnäppchen gibt es auf dem Markt nicht mehr, sage ich immer wieder, könnt ihr lange suchen, habt da einfach keine Möglichkeit. Was definitiv immer wieder funktioniert, sind aber Dinge, die niemand will. Zum Beispiel eine Souterrain-Wohnung. Keiner will im Keller wohnen und trotzdem gibt es Leute, die sowas mieten für eine geringere Miete. Dort gibt es oft die Möglichkeit, sehr, sehr günstig einzukaufen. In Lagen, wo er sagt, okay, das ist weit außerhalb, aber die Wohnung bietet sich natürlich perfekt an, sowas. Oder wie hier einfach ganz spezielle Wohnungen. Hier war es jetzt so, wir hatten eigentlich keine andere Wahl, weil wie gesagt, bei den 14 Wohnungen war die eine dabei. Und jetzt muss man natürlich kreativ werden und das Beste draus machen. Und ich habe es Dani eigentlich nur so nebenbei erzählt. Ich sage, ja, jetzt haben wir so ein Ding gekauft. Da ist ein Gewölbe mit dabei, ist ein bisschen dunkel. Mal sehen, was ich da draus mache. Sagt er, ey, lass mal hinfahren, das gucken wir uns zusammen an, das nehme ich gleich selber. Ich sage, ja, mal gucken und so. Aber jetzt, wo wir hier sind, hier stimmt, können wir was draus zaubern. Ja. Also man muss ein bisschen Energie reinstecken, ein bisschen geistigen Gehirnschmalz dafür aufwenden. Aber ich glaube, das würde funktionieren, wenn die Küche, wie gesagt, kleiner ist und das hier alles offen ist. Ihr seht natürlich jetzt gleich, wie die ganze Bude fertig aussieht. Oder auch nicht, das wissen wir noch nicht. Aber falls es so ist, ihr dürft gespannt sein. Wir gucken jetzt mal rein, wie es aussieht. Hola! So, wir sind zurück und bevor wir anfangen, euch die Bude zu zeigen, es ist alles anders, als wir gesagt, geplant, komplett andere Geschichte. Und der Dani, mit dem wir das letzte Mal, also gerade eben, ne? Logisch, ja. Mit dem wir gerade eben schon hier in der Wohnung waren, der kauft die Wohnung doch nie. Wir haben für den was anderes gefunden. Für alle, die es vielleicht interessiert, man muss kein Millionär sein, um sich ein paar Wohnungen zu kaufen. Das geht eigentlich alles ganz easy. Ich bin ein ganz normaler Mitarbeiter, so wie es jeder sieht vielleicht hier auf der Tasche. Das ist mein Arbeitgeber. Ich bin ganz normal im Lager tätig, also habe ein ganz normales Gehalt. Wenn ihr mehr haben wollt, meldet euch beim Robert. Der kann euch da weiterhelfen. Der Ursprungsplan war ja, um hier eine geile Vermietung hinzubekommen, die Wohnung ja, optisch zu verändern, zu möblieren und dann aufgrund des niedrigen Kaufpreises eine geile Miete, schrägstrich eine geile Rendite rauszuholen. Wie gesagt, für Dani haben wir eine andere schöne Wohnung gefunden. Der ist jetzt glücklicher Immobilienbesitzer von Wohnung Nummer 4. Hat er gekauft in Stolpen in der Sächsischen Schweiz. Das war zum Beimischen ganz gut. Der hat schon was in Dresden, sage ich mal, also in einer sehr guten Lage. Und jetzt haben wir nochmal eine B-Lage dazugenommen, wo der Cashflow einfach stimmt. Was brauchen wir? Da waren wir auch schon mal tatsächlich. Da waren wir schon mal in dem. Das könnt ihr auch. Die drei Wohnungen unter irgendwas. Ja, ja, da waren wir schon mal gewesen. Unter 35.000 Euro. Jedenfalls, wie gesagt, haben wir dem zu einer anderen Wohnung verholfen. Ich habe dann gesagt, okay, wir machen den Umbauplan trotzdem sozusagen. Das gucken wir uns jetzt auch gleich zusammen an. Die Möblierung auch, um eine super Miete zu bekommen. Warum wir das nicht gemacht haben, erzähle ich euch ganz zum Ende. Weil hier kaufen zwei Verrückte jetzt die Wohnung. Die haben ein ganz spezielles Airbnb hier geplant. Wer den Film 50 Shades of Grey kennt, so als Vorgeschmack, in die Richtung wird es gehen. Wir gehen aber erstmal gucken, wenn ihr euch hier dran erinnert. Klar erinnert ihr euch daran, ihr habt es ja gerade das geguckt. Die hässlichen Regale sind hier rausgekommen, um einfach ein bisschen mehr Licht hier reinzubringen. Die Lampen, wie geplant, die kommen leider erst nächste Woche, aber wir wollten jetzt hier noch länger warten und euch auf die Folter spannen. Die werden hier noch indirekt reingemacht, die Kabel sind gelegt, die restlichen. Ansonsten, die hässliche Bar hier, die riesengroße, die haben wir rausgenommen sozusagen, um hier einfach ein Platzgefühl zu schaffen. Mein Plan war ja ursprünglich mal gewesen, hier die Couch hin, da ein Fernseher und dass du hier quasi deine Küchenzeile hast,
Hier vorne im Eingangsbereich sollte die Sitzecke hin, der Tisch hin, was auch immer. Und dann hätte man eine kleine, coole Single-Wohnung. Küche ist auf jeden Fall drin. Ihr seht es hier. Eine gute von IKEA in dem Fall, weil es schnell gehen musste, wollten keine Lieferzeit. Also haben wir die schnell geholt, die Jungs, die hier eingebaut. Für den Zweck, den wir vorhaben, reicht es völlig aus, sage ich mal. Wie gesagt, für eine Single-Wohnung. Die Möbel fallen jetzt hier weg. Ansonsten hier hinten ist auch gar nicht so viel passiert. Wir gehen trotzdem mal gucken. Türen sind neu. Die üblichen. Die üblichen, ja. Hornbach. Ist halt Preis-Leistung unschlagbar. Hornbach, dafür will ich irgendwann mal Kohle sehen. Ansonsten sind hier wunderschöne drei Regalbretter reingekommen. Da sollte eigentlich schon eine Kleiderstange rein, Jungs. Mir fehlt. Egal. Und hier hinten so ein Bett rein. Thema durch. Mehr war eigentlich gar nicht der Plan. Ich bin aber ziemlich sicher, wir stehen auf deinem Fußboden. Ja. Also, weil du jetzt sagst, da ist nur das passiert. Ja, gut. Also, Fußboden ist schon viel drin. Ja, viel Fußboden, auch schönerer Fußboden als vorher. wir hatten ja vorher diese drei verschiedenen Fliesen, die alle drei urig-hässlich waren. Aber was wir uns verkniffen haben, ist das Bad. Weil die neuen Käufer haben ganz andere Pläne für das Bad. Ich sag gleich noch was dazu. Das sind Fliesen wahrscheinlich wirklich praktisch. Ist deswegen fast so geblieben. Wir haben hier eine Duschwand eingesetzt, aus Glas, wie man hier sieht. Da war keine drin. Nee, da war gar keine drin. Die Armaturen waren neu gemacht. Und hier ein neues Waschbecken, muss natürlich noch geputzt werden. Und ja, diesen schönen beleuchteten Spiegel hier. Jetzt zum Ende der Geschichte. Die neuen Käufer wollen ein Airbnb machen und die sagen, Robert, die Wohnung, die ist ja perfekt. Sag ich, ja klar, bei Airbnb, Pirna läuft super, viele Wanderer, von hier aus geht's in die Sächsische Schweiz, geile Nummer. Da sagen die, nee, nee, so dunkel mit dem Gewölbe. Und haben mir eine Internetseite gezeigt, die ich jetzt hier nicht verlinke, wo man quasi Fernwohnungen mieten kann. Nicht bei Airbnb, sondern es ist so für Pärchen, Freundesgruppen, die, sage ich mal, sexuell sehr experimentierfreudig sind. Kann man das? Ist das gut ausgedrückt so? Ja. Die wollen das hier kaufen und dann kommen hier eine Spielecke rein und irgendwie so ein, wie hat er mir heute gezeigt? So ein Kreuz, da wirst du so angenagelt. So? So? Und dann wird irgendwas ganz Schlimmes mit dir gemacht. Ich will es gar nicht unbedingt wissen. Ich finde es auf jeden Fall strange. Fakt ist eins, diese, ich nenne sie mal Sexschuppen für Pärchen und Freunde, wie auch immer, die sind über Monate hinweg ausgebucht, haben die mir gesagt. Das heißt, du kannst dort, ja, du sagst, ey, ich will mit meiner Frau am Wochenende schön mal die Peitsche rausholen, die Marie wieder richtig vermöbeln, macht zu Hause keinen Spaß wegen die Kinder, was weiß ich denn, keine Ahnung, was denn die Gründe sind. Und dann gucken die so und sagen, oh nee, die nächsten 6 Wochen ist keine von den Wohnungen frei. Die gibt es so in verschiedenen Themen, von ganz soft und romantisch bis hin von Ballerballern, ja, ja, schön Vollgas. Das Video ist nicht für Kinder zugänglich. Ich muss dazu sagen, ich habe in meinem Leben noch nie Porno geguckt. Ich bin definitiv nie bereit für sowas. Und anders, absolut. Ich bin der Kuscheltyp tatsächlich. Deswegen finde ich es noch stranger, aber irgendwie auch cool, weil wenn das funktioniert und du eine Bude kaufst und für krasse Mieten, die zahlen wirklich richtig Kohle für so eine Hütte dann, vermieten kannst, weil ich sag mal, die Wohnung, die kostet ja 88.000 Euro. Das ist ja nichts. Wenn ich jetzt überlege, das ist eine Kreditrate bei einer 5% Annuität, 380 Euro sowas, ne? 380 Euro, wenn du das Ding für 120, 130 Euro die Nacht vermietest, dann ist das mit 4 Nächten im Monat erledigt. Und wenn das wirklich so wäre und die Hütten sind quasi durchgängig fast durchgebucht, weil die Pärchen auch mal Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag herkommen, das hat ja nichts mit Ferienzeiten zu tun, wenn die Bock haben, dann sind Bock, sag ich jetzt mal. Dann ist das ja eine Geldgrube, eine Goldgrube, eine Geldgoldgrube. Wie auch immer. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und das ist wieder was, das würde mich immer Rob interessieren, auch wenn ich nie wissen will, was die hier machen. Aber die Idee finde ich natürlich geistesgestört cool. Und jetzt eure Aufgabe, wenn ihr wissen wollt, wie die Wohnung nach Umbau, Umstrukturierung, Einrichtung, Spielzeug aussieht, dann kommentiert hier drunter, ja, mach ein Video drüber oder nee, lass lieber. Das will ich von euch wissen. Falls ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich in ein paar Wochen, 2 Monaten hier wieder und gucken uns dann die Folterkammer mal an. Also, wie gesagt, stimmt hier ab. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken, wenn euch das Video gefallen hat. Logischerweise Daumen nach oben, abonnieren, mein Buch kaufen, taugenichts. Haben wir noch irgendwas, was wir bewerben müssen, wo wir irgendwie bei den Spritpreisen fällt uns bestimmt noch was ein. Zukaufen wollt. Wenn ihr eine Immobilie verkaufen wollt, könnt ihr mich natürlich ansprechen, mach ich gern für euch. Ja. So, jetzt ist alles fürs Spritgeld drin. Okay, danke. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss.